dann aber auf knapp 2 Stunden verkürzt. Schon die waren für die chinesischen Behörden wohl eine Herausforderung. So massiv war das Aufgebot an Sicherheitskräften. Tibet-Aktivisten kritisierten, dass die Fackel dafür missbraucht werde, den chinesischen Herrschaftsanspruch über Tibet zu manifestieren. Dass es in Lhasa heute vor allem um Propaganda ging, den Eindruck hatte auch unsere Korrespondentin Diana Zimmermann. Direkt vor dem Potala, der ehemaligen Residenz des Dalai Lama, entzündete der Chef der kommunistischen Partei in Tibet das olympische Feuer. Lhasa war heute hauptsächlich von Sicherheitskräften bevölkert. Anwohner wurden aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen. Geschäfte blieben geschlossen. Wer bei der Zeremonie Fähnchen schwenkte, war sorgfältig ausgewählt worden. Parteichef Zhang konnte es auch im Widerschein des olympischen Feuers nicht lassen, den Dalai Lama zu attackieren. Wir werden es sicher schaffen, die spalterischen Pläne der Dalai-Clique zu zerschmettern. Der Himmel Tibets wird sich niemals ändern. Die rote Flagge mit den 5 Sternen wird ewig über ihm wehen. Der Dalai Lama wolle China spalten und die Olympischen Spiele verderben. So lautet bis heute die einzige Erklärung der chinesischen Regierung für den Aufstand, der am 14. März in Lhasa ausbrach. Exil-Tibeter und Menschenrechtsgruppen machen dagegen Chinas verfehlte Tibet-Politik für den Gewaltausbruch verantwortlich. Im April ging Chinas olympische Fackel auf ihren Lauf durch die Welt und begegnete wütenden Protesten. In Lhasa, der politisch sensibelsten Etappe der Fackelroute in China, gab es keine Störungen. Stattdessen ein Folklore-Spektakel, das demonstrieren sollte, wie friedlich Tibeter und Chinesen zusammenleben. Genau dort, wo es vor 3 Monaten noch blutige Zusammenstöße gegeben hat. Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu den Tagesthemen. Hier zunächst unser Überblick. Zum Jubel verdammt das olympische Feuer in Lhasa. Diese Etappe des olympischen Fackellaufs erschien als die größte Provokation. Heute wurde die Flamme durch die tibetische Hauptstadt Lhasa getragen und das 3 Monate nach den blutigen Unruhen dort. Erst gestern verurteilten die chinesischen Machthaber wieder 12 damalige Demonstranten, und zwar wegen Brandstiftung, Raub und Angriff auf die Staatsorgane. Solche harten Urteile und die heutige olympische Propaganda-Etappe sollen zeigen, Tibet ist auf ewig Teil von China. Peking hat die Provinz im eisernen Griff. Wie eisern? Das beobachtete unsere Korrespondentin Nicole Böllhoff. Sie war als einzige deutsche Journalistin bei dieser olympischen Etappe dabei und sie überspielte uns diesen Bericht. Die sonst so quirlige Stadt Lhasa wirkte heute abseits der Strecke wie ausgestorben. Die Geschäfte in der Innenstadt mussten schließen. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. Das Polizei- und Militäraufgebot in der tibetischen Hauptstadt war massiv. Doch davon war im chinesischen Staatsfernsehen nichts zu sehen. Im Gegenteil, das olympische Feuer wurde genutzt, um vor den staatlichen Kameras die Einheit zwischen China und Tibet zu zelebrieren. Tibetische Folkloregruppen wurden propagandistisch in Szene gesetzt. Nur ausgewählte Tibeter durften an den Feierlichkeiten teilnehmen. Dementsprechend erwartbar ihre Aussagen. Es ist eine Ehre für mich, hier heute dabei sein zu dürfen. Ich bin stolz, zum chinesischen Volk zu gehören und freue mich sehr auf Olympia. Bis zum Schluss wurde der staatlich verordnete Jubel einstudiert. Noch gestern Abend bekamen die geladenen Klaköre Instruktionen, wann und wie sie ihre Fähnchen schwenken sollten. Von spontaner Volksfeststimmung in der durch die Unruhen erschütterten Stadt keine Spur. Auf der gekürzten Strecke von nur rund 9 Kilometern kam es während des 3-stündigen Laufs zu keinerlei Zwischenfällen. Der Dalai Lama, das Oberhaupt der Tibeter, hatte seine Landsleute zuvor dazu aufgerufen, den Lauf zu respektieren und nicht zu stören. Die tibetische Provinzregierung hingegen hat erneut gegen den Dalai Lama gewettert und ihn auch beschimpft. Der Dalai Lama hat nur eines im Sinne und das ist Tibets Unabhängigkeit. Egal, was für andere Aussagen er macht, er will Tibet wieder zu einer Feudalherrschaft machen. Das haben seine Taten in der Vergangenheit eindeutig bewiesen. Er hat Tibet noch nie etwas Gutes gebracht und das wird er auch in Zukunft nicht tun. Diese Aussage lässt nichts Gutes erahnen für die Gespräche der Chinesen mit den Gesandten des Dalai Lama, die Ende Juni fortgesetzt werden sollen. Vor dem Potala-Palast, der Höhepunkt des Tages. Die Vereinigung der Flamme, die um die Welt gegangen ist, mit dem Feuer, das auf dem Mount Everest war.
Für die Chinesen das glanzvolle Ende einer perfekten Inszenierung. Und nun weitere Nachrichten.